Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Im letzten Part haben wir uns ja schon das Böse gestellt, dem Chaos. Oder generell Chaos. Und jetzt werden wir in den Altären der Erde, im Altar der Erde, uns erstmal, ja, hier wieder durchbeißen müssen. Aber warte mal. Sind wir zu Beginn nicht woanders gestartet? Ja, wir dürften eigentlich alles gesammelt haben hier schon. Also jegliche Schatztruhe und hast du nicht gesehen? Also Schatztruhen dürften ja eigentlich nicht mehr sein. Ja, die Viecher können uns halt hier echt nichts mehr. Aber gut, uns geht's auch nur um Ahriman und seine kümmerlichen Gefährten. Kann ich eigentlich fliegen? Sehr gut. Ach, wir müssen fighten, okay. Ach, jetzt noch ein Hinterhalt, ist das ja ernst? So. Wollen wir die Kampf nicht unnötig in die Länge strecken? So. Falsche Richtung, by the way. Sehr gut. Ja, das Dumme ist, ich weiß halt nicht, wo wir hin müssen. Das macht es gerade ein bisschen schwerer für mich. Aber gut, wird schon. Wir waren ja hier bereits schon einmal. Aber ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt hier landen. Am Anfang war es doch, dass wir in der Höhle gelandet sind. Und dann mussten wir uns in der Wüste da behaupten. Aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen durchforste, dann weiß ich doch, dass wir jetzt direkt definitiv woanders landen werden. Was ist das denn für ein Schwertwesen? Okay, hier ist noch eine Kiste. Spinnfaden gefunden, aha. Ja, hättest du auch sparen können, Spinnfaden. Ja, den brauche ich definitiv nicht. Okay, hier ist auch nichts mehr. Ein Hinterhalt! Okay, also hier gibt es nichts, also müssen wir hier hoch. Wie gesagt, ich werde die Kämpfe jetzt ein bisschen vorspulen, weil, naja, ist ja nicht unbedingt spannend. Ahriman und den Rest werde ich natürlich nicht vorspulen, aber die Kämpfe müssen halt vorgespult werden. Ja, oder wir ergreifen die Flucht. Sehr gut. Knochenritter wusste, was ihm vorsteht und ist einfach geflohen. Ja, bezüglich zum Ende weiß ich nicht, wie ich das machen werde. Ob ich tatsächlich nochmal die Credits laufen lassen werde. Oder vielleicht kann man ja, vielleicht gibt es ja die Option, dass man die Credits laufen lassen kann. Nochmal. Gibt es ja in manchen Spielen, dass du dir quasi die Credits schon anschauen kannst. Wäre auf jeden Fall sehr praktisch, weil, ja. Wir können natürlich aber auch, um die 100% wirklich abgeschlossen zu haben, nochmal gegen ihn kämpfen. Nochmal gegen Chaos. Was heißt 100%? Geht darum, dass wir die Altäre alle haben. Und versuchen, möglichst alle Kisten zu öffnen. Und das haben wir eigentlich auch gemacht. Wir haben mit Sicherheit irgendwo eine vergessen. Eins, zwei, aber ich sag mal, auf die kommt es nicht großartig an. Wow, ein Golem. Ein Goblin, wow. Da ist noch eine Kiste, warum? Bin ich vielleicht echt so unsauber? Ich habe das Gefühl, ich war echt so unsauber. Ah. So viele Kisten kamen doch da aber auch nicht, oder? Na, komm. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. Da habe ich einfach was vergessen. Hm. Gib mir für die Kiste hier. Kannst da weiter rumstehen und laufen. Kein Problem. Wir müssen nicht kämpfen. Kämpfe sind sowieso, heißt nichts Gutes. Deswegen, ja. Oh ja, sehr gut. Wow, schon wieder einer. So, hier irgendwo müssen wir lang. Ich weiß noch nicht mehr, wo genau. Irgendwo war doch hier der
Hier vielleicht sogar schon? Der Weg weiter. Nee, auch nicht. Ja, eigentlich, ich wollte jetzt gerade den fighten, aber der ist eigentlich komplett belanglos. Den müssen wir eigentlich nicht fighten. Den müssen wir wahrscheinlich doch fighten hier. Und jetzt kommen wir nicht vorbei. Ja, sag ich ja. Da wollen wir hin. Oh, sorry. Jetzt sind wir doch hier. Was? So, hier wissen wir, wie das Rätsel funktioniert. Wenn sich das Rätsel bitte erkenntlich zeigen würde. Warum? Die Sache ist, dass bei dem Rätsel quasi einfach nur... Wozum? Okay, hier. Ist das ein anderes Rätsel? Ne, ist es nicht, okay. Ja, wir müssen quasi einfach nur den Palmen Pfeilen folgen. Also jetzt hier lang, dann hier lang. Eigentlich nicht schwer. Dann hier lang. Nicht veräppeln lassen. Und hier ist nochmal eine Schatztruhe. Die wir uns jetzt vorne schon abgreifen werden. Also hat der doch nicht die Schatztruhe gespeichert hier? Scheinbar. Hm, toll. Also eigentlich hätten wir jetzt den ganzen Weg absuchen müssen für die Schatztruhe. Na, schönen Dank auch. So, ciao, haut rein. War nett mit euch. Altar der Erde, drittes Geschoss. Koffeintrank. Potion. So. Altar der Erde, Geschoss 4. Äther gefunden. Oh yeah, baby. Ein Goblin. Der kann bestimmt ganz viel. Ein Rotzahn. Im Angriffsvorteil. Nö, lass mal. Hippocampus. Ich war jetzt hier schon ein bisschen am überlegen. Verdammt, wie machst du das? Jetzt müsste ich ja quasi nochmal meinen Banner auf YouTube ändern. Weil nach Final Fantasy kommt da ein Tales of Teil. Deswegen so ein bisschen, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Aber, tja. Nichts machen wir. So sieht's mal aus. So. Jetzt werden wir erstmal gegen die ganzen Viecher hier kämpfen. Bis hierher und nicht weiter. Und hier haben wir Echidna. Was der kann, weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten ihn schon mal, weil wir, wie gesagt, nicht wussten, wie man hier weiterkommt. Aber ich sag mal so, der sollte uns eigentlich nicht aufhalten. Ich glaube, der kann sowieso nicht viel. Dann überrascht mich jetzt und tut mich jetzt hier komplett auseinanderledern, aber das glaube ich nicht. Vorher werde ich ihn wahrscheinlich auseinanderledern. Aber ich finde es gut, dass wir jetzt mittlerweile echt gut Damage machen, weil vorher am Anfang, was ist, dass wir überhaupt kein Damage gemacht haben. Aber ich habe auch mehr Angst vor Ariman, weil der hat uns ziemlich auseinandergenommen. Der hier ging eigentlich noch, der hat nicht mal so viel damit gemacht. Aber dafür kann der auch so Sachen wie Erdbeben, soweit ich weiß. Aber dagegen werden wir uns auch schützen. Du setzt mal Folge ein. Okay, alles gut. Der Kampf ist schon vorbei. Aber ich frage mich trotzdem, was wir im Altar.
Zurück an die Erdoberfläche? Wie jetzt? War das eine Trap? Wait. Kommen wir jetzt wieder oben raus? What? Why? Och man, ey. Also war das ein... Och Gott, das war eine Trap, oder? Och man, ey. Wobei, wir haben gespeichert. Warte mal. Wir haben noch gespeichert, oder? Wir nehmen gerade kurz, ob wir neu starten. Aber wir haben gerade den Part angefangen. Das heißt, ich kann nicht einfach das Spiel neu schließen. Wo funktioniert das ja leider nicht hier? Wobei, warte mal. Ich versuche mal was. So, ich glaube, der wird das Bild wird jetzt wieder klein gehen. Ja, natürlich. Oh nein, guck dich an, das ist ein kleines Bild und oh, bop, 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 bop. Aber wer soll man sowas bitte wissen? Ja, so mache ich übrigens meine Videos. Höchst professionell, by the way. Aber gut, So, das heißt, hier können wir ihn zwar besiegen, aber wenn wir da reingehen, haben wir die Arschkarte. Okay, das heißt, ich werde wahrscheinlich wegen irgendeinem Ding nochmal speichern. Weil das war jetzt quasi eine Sackgasse. Guck mal, jetzt mach einfach mal den Kampf schnell zu Ende. Der kann eh nichts hier. Den haben wir jetzt gerade gefightet. Bam, bam, bam. Hier, ciao. Hau rein. Eine geheimnisvolle Kraft hält die Tür verschlossen. Wow. Seriously, Game? Aber ich kann doch hier nichts machen. Ich bin doch hier gefangen. What the fuck, Spiel? Oh, Mann, ey. Warte mal kurz. Wo ist mit Chloe laufen? Ey, ich bin Chloe. Also das bringt uns nichts, überhaupt nichts. Na gut, aber ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Weg zurücklaufen nochmal. Also wir wissen, dass der Fight auf jeden Fall komplett belanglos ist. Gut. Sehr gut. Oh, siehst du? Shit. Ich kann doch Safe States machen, ich lappen. Ach, warum ist mir das nicht eingefallen? Ach Mann, ey. Das wäre doch so viel angenehmer. Mit Safe States. Ups. Wo will der denn hin? Wo will der denn hin? Oh ne, habe ich jetzt hier gespeichert? Ey, ich bin so behindert. Warum speichere ich denn hier? Ach man, ey. So richtig intelligent von mir, ey. Wirklich 10 out of 10, ja. So wieder zum Savepoint, ey. Och man, ey. So, 10 Jahre später. Aber siehst du? Das ist voll random. Weil das Gebiet hat mal jetzt zum Schluss. Deswegen war ich auch so verwirrt am Anfang. Oh Mann, ey. Ja, dann hau doch ab. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Oh, happy day. Oh, happy day. Aber ich sag mal so, jetzt ist wahrscheinlich der auch nicht mehr da, oder?
Also jetzt ist wahrscheinlich das Vieh immer noch da. Ach, am nervigsten ist halt das Gebiet hier. Ja, okay, die Schatzkisten sind aber auch immer random, oder? Fällt mir gerade auf. So, hier geht's glaube ich nicht weiter, das heißt nicht hier lang. Hier gibt's auch noch einen Sackgasse, stimmt. Heißt hier lang, bababam. So. 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 Den hier noch. Dann mal den hier. Ich weiß nicht mehr, wo wir lang mussten. Wobei, hier ist vielleicht sogar ganz gut. Hier sind wir vielleicht sogar ganz richtig. Ich blockiere gerade meinen Weg. Zieh Leine. Epilepsie-Fights nennt man sowas. Das stört euch, weil wir wirklich nicht. Kann das, dass jetzt jemand einen Epilepsieanfall bekommt, nur weil ich hier. Oh, Einzelfleute. Aus der Bahn! Habe eine Mission zu tun. Vampire Thief. Vampire Thief. Sehr gut. Excellent. Excellence. So. 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 Hier sind wir wieder. So. Laufen wir mal hoch. Hier laufe ich mal hoch und es bringt mir nichts. Wie lang? Sehr gut. Show me the way. Show me the way. Rotes Ring. Okay. So, jetzt sind wir fast da. Ich glaube tatsächlich, dass der Gegner aber trotzdem wieder da ist. Das heißt, du darfst hier Try and Error machen. Ja, natürlich. Aber ich sag mal so, wie sollst du rausfinden, welcher Weg der richtige ist? Weil hier ist eine Kiste. So, bumm. Ja. Kann man das vielleicht anhand der Kisten ermitteln? Also sieht man anhand der Kiste, da könnte es weitergehen oder da könnte es nicht weitergehen? Weil das wäre wenigstens ein kleiner Anhaltspunkt. Ich meine, so hast du hier lauter Geister, die du zwar bezwingen kannst, die aber nichts bringen. Ich sag mal so, ich folge jetzt einfach der Kiste. So, wir müssen ja einmal außen rum, weil das Spiel das so will. Also zumindest der einzige Anhaltspunkt, den ich habe, dass ich mich einfach hier an der Kiste orientiere. Ich sehe, eine Chest und dann Grab. So, weil hier müsste theoretisch Ariman sein. Oh, nur noch X-Potion und Potions. Und 16 Potions, was ist mehr? Ja, besser geht's doch nicht. So, machen wir jetzt mal einen Super Adder. Wobei, nee, den lassen wir nochmal. Ups, bringt's voll. Irgendwie noch die Fähigkeiten so rum. Und jetzt, nochmal speichern. Niemand kann mich aufhalten. Auch ihr werdet durch meine Hand sterben. Ja, da haben wir Ariman. Auch ein Gegner, den es ganz oft gibt und in verschiedenen Arten und Formen, aber
gut, was wir machen. Wir werden wahrscheinlich einfach nur weiter aufprügeln. Sie wird erstmal. Proterra bringt was nichts. Ich glaube, der wird auch. Ach komm, wir werden einfach alle Ex-Sachen aktivieren. Macht ja sonst keinen Sinn. Ich weiß aber auch nicht mehr, was der einsetzt. Das ist das Problem. Wüsste ich, was der einsetzt für Fähigkeiten? Könnte ich anhand sagen, ah, jetzt setzt du zwei Fähigkeiten ein. Super. Mumm. Angriff. Jetzt mal Ex-Eis noch ein. Und dann haben nachher nur noch Ex-Feu. Gibt dann Ex-Eis, Ex-Blitz, Ex-Feu. Und dann Ex-All. Aber. Ich sag mal so, ich bezweifle, dass der Xandos oder so kann. Weil Flair ist ja, glaube ich, ein neutraler Zauber. Genau wie Xanthos. Weil Xanthos ist ja, glaube ich, ein Lichtzauber. Aber da ging aber ja auch nichts. Also von daher. So, Ex-Eis, Ex-Blitz haben wir gemacht. Ex-Feu fehlt uns noch. Und dann Flair. Gib auf, Ariman. Du kannst nichts. Du Anfänger. Aber weiß jetzt, so ein Endgame sieht echt lächerlich aus, weil, naja, er kann halt nichts mehr. So. Transpera machen wir nochmal. Proterra. Selbst schuld, wenn er so wenig angreift, also wenn er so mit solchen Sachen angreift. Schlitz, schlitz, schlitz. Flair. Okay, das war's mit Ariman. Final Elixier halten. Huh. Das ist ja komplett Schwachsinn. Was bringt uns das? Jetzt mal ohne Spaß. Ich meine, hä? Wir haben jetzt gerade, also irgendwas haut überhaupt nicht hin. Obwohl ich habe die ganzen anderen Höhlen nicht, Höhle der Genese? Feuergruft? Bei Höhle der Genese, Windflüster, Flüsterhöhle und Feuergruft dürften alles, Wo habe ich eigentlich mein Schiff geparkt? Och, oh, zum Glück gar nicht mal so weit, wa? Weil hier ist die Hülle der Genese. Hier. So, der bringt das jetzt nicht viel. Leg grad, warte mal, wo müssen. Können wir noch als nächstes sagen? Also, wir haben Hülle der Genese, die Windflüsterhöhle. Die ist wieder am anderen Ende der Welt. Und die Feuergruft. Ach, wir holen jetzt erstmal unser Schiff ab. Es dürfte irgendwo weiter unten sein. Na, ist am anderen Ende der Welt. Sehr gut. Aber was bringen uns die Höhlen jetzt mal ganz ehrlich? Also, wir haben jetzt, klar, wir haben jetzt Ariman besiegt. Ja, aber was bringt uns das? So. Bin halt etwas verwirrt. Oh ja, mach mal. Ja, einfach ein bisschen so. Einfach ein bisschen Hyperspeed fahren. So, Höhle der Genese. Einfach hier, ein bisschen hier. Oh. War vielleicht doch nicht so ganz elegant von mir. So, passt da? Ja, sind wir. Da ist er.
Da, das ist die Höhle der Geneser. So, hier sind wir jetzt in der Höhle der Geneser 1. Gut, aber der Part sieht auch schon so aus, als ob wir langsam Schluss machen sollten. Wir haben nämlich schon 25 Minuten und ja. Deswegen würde ich sagen, im nächsten Part schauen wir uns die Höhle der Geneser an. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was das bringt. Aber mal sehen. Das war's für mit Final Fantasy für heute. Bis dahin. Ciao.